Make-up von Temu ist einfach scheiße. Ich hab Furz im Mund. Das ist so ekelhaft. Hallöchen Pupillchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Vielleicht hört ihr schon, die letzten Tage waren so ein bisschen schlimmer. Heute ist es so ein Mini-Prozentsatz ein bisschen besser geworden. Allerdings ist meine Nase komplett zu, deswegen atme ich eigentlich nur durch den Mund. Deswegen höre ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen anders an als sonst. Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, ich höre mich in meinem Kopf ein bisschen anders an. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Wenn ich mich anders anhöre, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich weiß, dass mich andere Menschen auch so hören, wie ich mich in meinem Kopf höre. Yeah. Woo! Zu dem heutigen Video muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich brauche ja gar keine große Einleitung. Ihr habt es bestimmt in der Thumbnail gesehen oder in der Beschreibung. Ich teste heute Temu Make-up. Ein Video, was ich so nicht auf meiner Liste hatte, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich für Temu, ehrlich gesagt, so gar nicht interessiere. Aber es wurde einfach so unendlich oft angefragt. Also wirklich so oft. Auf TikTok wurde es extrem oft gefragt. Oder in meinen YouTube-Videos wurde gefragt, ob ich Temu Make-up testen kann. Deswegen habe ich einfach eine Menge bestellt. Was aber alles natürlich extrem billig war, weil Temu eine Billig-Online-Seite ist. Ist irgendwie wie Shein, aber ich würde sagen, sogar noch viel schlimmer als Shein. Obwohl, geht es eigentlich schlimmer als Shein? Vielleicht ist es so wie AliExpress. Obwohl, das alles ist wahrscheinlich das gleiche, oder? Um auf den Punkt zu kommen, ich habe vor mir ganz viel Make-up von Temu. Ich habe irgendwie Angst, dass ich Ausschlag bekomme, weil auf den meisten Produkten stehen halt auch keine Inhaltsstoffe. Ich meine, normalerweise lese ich mir die Inhaltsstoffe auch nicht bei der Drogerie durch, aber ich habe das Gefühl, das ist dann gecheckt so. Aber man muss immer das Positive sehen, wenn ich einen Ausschlag bekommen sollte, dann ist es auch gut für die Klicks, oder? Höhere Einschaltquote. Vielleicht lande ich ja am Ende des Tages im Krankenhaus, dann wird dieses Video wahrscheinlich explodieren. Beauty-Content-Creatorin landet im Krankenhaus wegen Temu-Make-up. Woo! Let's go! Ich habe beim Shoppen auf Temu eine Bildschirmaufnahme gemacht. Die werde ich euch jetzt hier mal einblenden, damit ihr so eine grobe Übersicht sehen könnt, wie das Ganze aufgebaut ist. Wirklich, Temu ist unfassbar verwirrend. Es gibt alles dort in 1 Million verschiedenen Ausführungen. Uno momento. Oh. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Primer und da habe ich diesen hier und der erinnert mich extrem an den Elf Crypt Primer. Allgemein werdet ihr in diesem Video und auch in manchen TikTok-Videos, die jetzt in nächster Zeit kommen werden, merken, dass sehr, sehr, sehr viele Produkte einfach 1 zu 1 von anderen Marken nachgemacht wurden, was ich richtig krass finde und ich frage mich, warum das nicht strafbar ist, aber ihr werdet es einfach im Laufe des Videos sehen. Das hier ist auf jeden Fall der Primer, den ich mir ausgesucht habe. Der heißt Power Primer und hier steht dann auch nochmal, dass es ein Hydro Primer ist. Ich habe gerade nichts auf meinem Gesicht. Das, was ihr hier vielleicht sehen könnt, was so ein bisschen glänzend ist, ist Bepanthen-Creme. Denn ich habe so oft meine Nase geschneuzt, dass mir hier alles unten wehtut und ist alles hier so offen. Deswegen perfekte Voraussetzungen, Temu-Make-up zu testen. Yay! Ich gebe den jetzt erstmal hier auf meinen Handrücken und was ich euch schon mal direkt sagen kann, als ich das Paket ausgepackt habe, ist mir ein Chemiegeruch in die Fresse, in die Nase gestiegen, den ich noch lange, den ich schon lange nicht mehr so erlebt habe. Das hat so giftig gestunken. Ich bilde mir gerade ein, dass es jetzt schon auf meiner Handfläche juckt, aber vielleicht ist es einfach nur Placebo. Ich gebe mir den Primer jetzt einfach hier auf. Oh, der riecht irgendwie aber ein bisschen komisch auch, wenn ich ehrlich bin. Und der hat eine komische Konsistenz. Also der ist irgendwie flüssig, aber wenn man das dann so cremt hier, dann werden irgendwie so Stücke draus. Der stinkt richtig. Der riecht nach Textilreiniger. Also er wird so ein bisschen klebrig. Er fühlt sich auch extrem silikonig an. Ich lasse den Primer jetzt noch so ein bisschen anziehen. Er hat auf jeden Fall schon einen richtig schönen Glow. Das kann man sehen. Also First Impression würde ich sagen, nicht ganz schlimm, aber jetzt auch nicht empfehlenswert. Es geht weiter mit Foundation und da habe ich diese Foundation hier gefunden. Und jetzt passt auf, Leute. Das hier ist das Original und das ist das Fake. Schaut euch das mal an. Das hier ist von The Ordinary. Hier habe ich schon echt lang die Foundation und das ist das Original. Und das hier, 1 zu 1 einfach kopiert. Sogar der Streifen hier haben die kopiert. Wie krass ist das? Das ist von der Marke Beauty Clays. Soft Matte Long Wear Liquid Foundation. Natural Flawless Oil Controlling. Und wisst ihr, was ich sehr interessant finde? Hinten steht immer drauf, wie man das alles anwenden soll. Aber stehen nie die Inhaltsstoffe drauf. Fragt euch mal, warum. Auch hier werde ich das jetzt so machen, dass ich mir das erstmal hier auf den Handrücken pumpe.
Oh, da kommt aber schnell was raus. Seht ihr das? Also die ist sehr, sehr flüssig, sehr, sehr hell. Ich hab Schiss, mir das aufs Gesicht zu schmieren. Wieso hab ich Schiss? Alles für die Klicks. Ich gebe mir einfach jetzt so ein bisschen hier drauf und da drauf. Ganz ehrlich, das wird schon nicht schlecht sein. Die ist richtig deckend. Boah, die stinkt wieder. Also es stinkt nicht nach Chemie, sogar irgendwie nach Parfüm. Wahrscheinlich wollten die den Geruch von den Chemikalien überdecken. Ich nehme jetzt hier übrigens einfach einen Sponge. Der ist nicht von Temu, der ist einfach von Disney. Es geht auf jeden Fall recht schnell, ne? Also der Sponge ist halt auch richtig gut, aber... Boah, kennt ihr diese asiatischen TikTok-Videos, wo diese Frau so Foundation aufträgt und dann schlägt die sich so richtig ins Gesicht? Ich fühle mich gerade irgendwie so. Okay, Leute, ich gehe jetzt so ein bisschen näher an die Kamera, damit ihr das mal sehen könnt. Also die Foundation ist auf jeden Fall richtig fleckig, lässt sich halt, wie gesagt, schwer verblenden. Aber an den Stellen, wo sie verblendet ist, zum Beispiel jetzt hier, sitzt sie eigentlich ganz gut und sieht gar nicht so schlimm aus. Dann geht es weiter mit Concealer und schreibt mir mal in die Kommentare, ob dieser Concealer hier euch an irgendeinen anderen Concealer erinnert. Ich bin gespannt, wie der sein wird. Ich habe hier die 01, das ist, glaube ich, auch so die hellste Farbe, die es gibt. Und den muss man auch hier aufdrehen. Hä? Den kann man nicht aufdrehen. Au! Das ist so schwer zu, dass man das kaum drehen kann. Ugh. Seht ihr das? Es kommt so ganz, ganz bisschen Produkt raus. Aber man muss so richtig... Bei dem von Maybelline geht es so zack, zack, zack. Geht es voll gut, aber bei dem geht es nicht. Oh, warum lässt sich das so kacke drehen? Boah, das provoziert mich richtig gerade. Also man kann... Also ohne, dass ihr denkt, ich fake das. Und wie, warum soll ich das faken? Hier sind Pfeile. Man kann das nicht drehen. Da kommt kein Produkt. Das ist richtiger Schmarrn. Dann skippen wir Concealer, machen wir weiter mit Bronzer. Und hier habe ich so einen Bronzer-Stick, der heißt Hello Kiss Shimmer Stick. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum der Shimmer Stick heißt, denn ich habe einen Bronzer bestellt. Und es ist hier auch eine Bronzer-Farbe. Das hier ist wirklich ein kompletter Bronzer. Ich werde jetzt wieder auf meinen Handrücken erstmal aufgeben. Die Farbe sieht echt richtig nice aus, also da kann ich mich nicht beschweren. Nur der ist so ein bisschen, also man muss schon richtig über die Haut gehen, dass da irgendwie was kommt. Aber wenn was kommt, sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Boah, mir fackelt meine kompletten Nasenhaare ab, denn das stinkt auch unfassbar doll. Die Qualität ist halt auch echt Müll. Ich nehme jetzt hier meinen Sponge und benutze den Bronzer, den ich hier auf dem Handrücken habe und probiere damit mein Make-up zu machen. Okay. So lässt sich das Ganze auf jeden Fall recht schön verblenden. Auf der Haut sieht es auch echt schön aus. Man sieht halt die Flecken von der Foundation unten drunter, weil die Foundation halt so fleckig war. Aber das liegt jetzt hier nicht am Bronzer. Ich gebe mir nochmal so ein bisschen Bronzer auf den Handrücken und nehme das wieder hier mit dem Sponge auf, um das so zu verblenden. Und es kommt auf jeden Fall sofort Pigment auf die Haut. Ich trage jetzt nicht so ganz so viel auf, weil ich ja auch keinen Concealer unten drunter habe. Das heißt, ich probiere so ein bisschen so ein natürlicheres Make-up zu machen. Wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr, dass Blush einer meiner Lieblingskategorien sind. Und ich habe hier so ein Blush-Ding und das hat mich so interessiert, weil das fand ich sehr, sehr spannend. Das kommt nämlich in so einem Schwämmchen und hier ist dann das Produkt drin. Also ich zeige es euch mal. Hier haben wir das Schwämmchen und hier in diesem Deckel ist das Produkt drin und dann musst du das einfach nur so stempeln und dann kommt hier anscheinend scheint gar nichts. Hey, hallo? Da, hallo? Warum kommt denn da jetzt nichts? Vielleicht muss ich mehr stempeln. Da kommt literally nichts runter. Leute, das habe ich mir anders vorgestellt. Auch dieses Produkt kann ich direkt in den Müll schmeißen. Aber ich denke immer mit. Deswegen bestelle ich mir oft von Produkten zwei Produkte. Auf jeden Fall habe ich noch einen anderen Blush und eigentlich wollte ich ihn auf TikTok austesten, weil ich das so krank finde. Und zwar sieht er so aus. Und kommt er euch irgendwie bekannt vor? Ich hoffe, man sieht es, aber hier sind einfach kleine Ds eingestanzt. Das ist einfach so eine Nachmache von dem Dior Blush. Ich finde es so frech irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ganz ehrlich, der Dior Blush, das ist mein absoluter Lieblingsblush. Also einer meiner Lieblingsblushes. Ich finde ihn ganz toll. Und hier sieht man die Ds schon gar nicht mehr, aber hier waren auch Ds eingestanzt. Also D wie Dussel, Dachs, Dubel. Und bei diesem Fake-Produkt sind halt auch einfach diese Ds eingestanzt. Ich werde ihn jetzt benutzen. Er riecht ganz normal. Also hier ist jetzt kein besonderer Duft, aber er ist halt richtig krass pink. Eigentlich müsste dieses Video heißen, ich teste dreiste Fake-Produkte, weil das ist halt schon echt arg dreist, finde ich. Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde da viel Produkt runterkommen. Und dann gebe ich mir das hier auf die Wange.
Ja, okay, wow. Okay, das sieht tatsächlich echt schön aus. Der ist so ganz sanft. In der Kamera wirkt Blush immer viel stärker, als es wirklich ist. Oder ich habe halt irgendwie die Relation und das Gefühl für Blush verloren. Also es ist natürlich nicht so wie der Dior Blush. Also der Dior Blush ist viel zarter und der ist auch nicht so krass pudrig wie das jetzt hier. Also man sieht irgendwie schon, dass es jetzt nicht so die höchste Qualität hat. Aber an sich finde ich den Blush schön. Jetzt kommen wir zur Kategorie, vor der ich am allermeisten Angst habe. Ich bin nämlich ein kleines Sensibelchen, wenn es um meine Augen geht. Ich habe eine Lidschattenpalette und eine Mascara. Ich habe sogar Lashes. Vor den Lashes habe ich nicht so viel Angst, aber vor der Mascara. Und ich habe sogar einen Eyeliner. Oh nein, ich habe Eyeliner, Mascara und Lidschatten. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt auf die Augen machen sollte, wenn man nicht ganz genau weiß, woher es kommt. Aber damit ihr das nicht machen müsst, mache ich das. Und die Lidschattenpalette, die ich mir ausgesucht habe, ist diese hier. Die kam extrem zerkratzt an, was ein bisschen schade ist. Boah, mich juckt's. So sieht die aus. Sie erinnert mich auch hier extrem an Colourpop tatsächlich. Also an die Make-up-Marke. Ist auf jeden Fall keine eigene Erfindung, würde ich sagen. Es sind alles neutral. Neutrale Töne, es ist alles braun. Ich dachte, das ist so das Einfachste und wahrscheinlich auch das, was die meisten sich am ehesten bestellen würden. Hier rieche ich jetzt nichts Besonderes, deswegen würde ich sagen, das ist eher so leicht parfümiert, wenn es überhaupt parfümiert ist. Meine Pinsel sind ganz frisch sauber, deswegen gehe ich jetzt hier in die erste Farbe. Man hat ordentlich Kickback in der Lidschattenpalette. Und jetzt schaue ich mal. Die Farbe ist auf jeden Fall recht pigmentiert, ist auch ein richtig schöner Braunton. Ich schminke jetzt übrigens auch kein krasses Make-up, also ich schminke jetzt einfach irgendwie einen ganz normalen Braunton-Make-up. Also so, wie man es irgendwie kennt. Hier erkenne ich jetzt keinen großen Unterschied zu ganz normalen Drogeriefarben, wenn ich ehrlich bin. Ich trage halt jetzt erst eine Farbe. Jetzt werden wir erstmal sehen, wie es bei den anderen ist. Es ist halt ein Braunton, ne? Also braun ist halt sowieso eine Farbe, die funktioniert eigentlich immer. Auch Make-up von einem Euroshop funktioniert die Brauntöne. Ich habe jetzt tatsächlich schon die dunkelste Farbe genommen, obwohl vielleicht ist die hier noch so ein bisschen dunkler. Ich hätte nämlich so ein bisschen mehr Dynamik in meinem Auge, deswegen probiere ich das Ganze jetzt so ein bisschen zu verdunkeln. Hier ist es ganz bisschen fleckig, aber jetzt nicht besonders dramatisch. Jetzt wird es natürlich spannend bei den Schimmertönen. Und hier gibt es jetzt nicht sonderlich viel Auswahl, aber hier gibt es so ein Gold, würde ich sagen. Da gehe ich jetzt einfach mal mit dem Finger rein, obwohl das ist kein richtiges Gold, eher so ein Champagnerton. Und ich gehe da wirklich richtig ordentlich rein und ich sehe schon, da kommt jetzt nicht besonders viel Produkt auf den Finger, aber vielleicht sieht man es auf dem Auge. Ja. Bisschen langweilig vielleicht. Für ein Alltags-Make-up wird es auf jeden Fall reichen. Aber mich persönlich als Make-up-Liebhaber haut es jetzt nicht so richtig um. Allerdings muss ich sagen, ich hätte irgendwie gedacht, dass meine Augen irgendwie anfangen zu brennen. Ich meine, kann ja immer noch passieren, aber bis jetzt funktioniert das Ganze ganz gut. Also ich würde sagen, diese Lidschattenpalette ist wie Essence, aber vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Also da, wo Essence noch so neu war und so ein bisschen schlechter oder die Make-up-Branche halt noch nicht ganz so gut war, besser eher so ausgedrückt. Gedrückt, würde ich sagen. Aber wenn man sich nie schminkt und nur einmal im Jahr irgendwie ein bisschen braun aufträgt, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt geht es weiter mit Eyeliner und hier habe ich wirklich ein sehr süßes Produkt. Ich habe keine Ahnung, warum ich das dreimal habe, aber irgendwie haben die mir drei zugeschickt. Keine Ahnung, ob ich ein Set bestellt habe, aber ich meine, ich hatte nur eins bestellt. Und was das Süße an diesem Eyeliner ist, seht ihr das? Das ist einfach eine kleine Katzenpfote und man sieht schon in meinem Hintergrund, ich liebe Katzen. Ich habe ja auch zwei und mit sowas kriegt man mich immer, weil ich das ultra süß finde. Die Spitze ist sehr präzise. Sieht wirklich enorm gut aus. Es riecht so ein bisschen nach Edding und ich bin so gespannt, diesen Eyeliner jetzt auszuprobieren. Alter, ist der fein. Damit habe ich ja sowas von nicht gerechnet. Der Eyeliner ist so präzise. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so einen so präzisen Eyeliner gehabt. Also es sind jetzt nicht die schönsten Eyeliner, die ich je gezogen habe, aber ich muss sagen, die sind wirklich richtig präzise. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Und das mit der Pfote ist halt übelst süß. Und bei Puder habe ich das hier gefunden. Das ist einfach so ein kleines Döschen, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr seht es, weil es so ein bisschen holo ist. Aber da ist auch so ein Hase drauf und es ist halt, ne? Das Plastik, also das ist die übelste Billo-Fabrik ever. Das kommt hier mit so einem kleinen Schwämmchen und dann kann man das Puder einfach so aufnehmen. Und ich gehe jetzt einfach genau so in das Puder und puder mich ab. Okay, wow. Also es hat auf jeden Fall Farbe.
Oh, irgendwie lässt mich das blass wirken. Hier habe ich Puder aufgetragen und hier nicht. Und man sieht sofort, dass es wirklich richtig einfärbt. Meine Haut sieht so schlimm hier unten aus, habe ich gerade gesehen. Okay, ich pudere jetzt mal schnell ab und dann zeige ich euch ein Bild. Also ich mache jetzt mal ein Bild, damit ihr das hier eingeblendet sehen könnt, wie schlimm mein Make-up aussieht. Das Puder setzt sich auf jeden Fall in die Fältchen ein, auch hier richtig arg. Es settet schon, es mattiert, man merkt, dass man Puder drauf hat, aber das Ergebnis ist halt gar nicht schön. Also es ist irgendwie so richtig zugekleistert und dieses Puder würde ich auf keinen Fall empfehlen. Also es sieht gar nicht schön aus. Ich sehe aus, als wäre ich 20 Jahre älter. Und wer von uns möchte 20 Jahre älter aussehen? Keiner. Was ich jetzt hier noch habe, ist Highlighter und das kommt in einer ganz schönen Verpackung. Also die Verpackung an sich ist halt Plastik und nicht so hochwertig, aber die Einstanzung ist halt richtig schön. Und zwar sind es solche Rosen und diese Farbe hier, das ist so ein Champagnerton. Beautiful! Das sieht beautiful aus. Das sieht so, so, so schön aus, finde ich. Und ich werde mir jetzt einfach mit so einem kleinen Pinsel so ein bisschen aufnehmen und es unter meine Augenbraue geben. Sieht schön aus. Und mit dem Finger werde ich mir so ein bisschen hierhin tupfen. Es ist halt wieder so Qualität, wo man merkt, dass es halt nicht hochwertig ist, weil es halt so extrem pudrig ist und es so schwer ist, es zu verblenden, sage ich jetzt mal. Aber da, wo es auf der Haut ist, sieht es eigentlich ganz schön aus. Es fühlt sich halt gar nicht qualitativ an. Aber die Frage ist, kann man das bei 1-2 Euro erwarten? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Jetzt ist der Moment gekommen, wovor ich am meisten Angst habe. Und zwar die Mascara. Ich habe hier eine Mascara, die heißt Lash Plumping Mascara. Die kommt hier in so einer blauen Verpackung. Und mal schauen, wie die aussehen wird. Ihr könnt es mir nicht glauben. Ganz ehrlich, wenn ich ein Hate-Kommentar sehe, du übertreibst voll. Bestellt euch diese Mascara auf Temu und riecht selber dran. Das riecht... Nee, das kann ich nicht auftragen. I'm sorry. Das riecht toxisch hoch 10. Das riecht ganz, 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 ganz schlimm. Und ich habe eine verstopfte Nase. Wie riecht es dann erst in echt? Nee, das mache ich nicht. Das mache ich so 100% nicht. Das ist ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Nicht mal im Chemieunterricht habe ich so einen schlimmen Geruch gerochen. Boah, da fetzt es mir ja die ganzen Nasenhaare ab. Wenn ihr wollt, gebt diesem Video ein Dislike. Aber ich werde diese Mascara nicht auftragen. Ich werde das nicht tun. Die wandert sofort in den Müll. Das mache ich nicht. Ich habe ja noch Lashes hier. Und ich werde jetzt einfach die Lashes aufkleben, ohne meine Wimpern zu tuschen. Und vielleicht sieht es ja viel besser aus. Die Lashes sehen wirklich interessant aus, muss ich sagen. Also, es sind jetzt nicht die hässlichsten Lashes, die ich jemals gesehen habe. Also, ich finde, die sehen sogar voll schön aus. Und ich werde die jetzt mir einfach genau so auftragen. Okay, ich schmier mir da jetzt so ein bisschen Kleber drauf. Das ist einfach dieser Kleber, der immer bei Catrice und Essence in den Wimpern mit drin ist. So, ich lasse die jetzt so ein bisschen antrocknen und dann setze ich die einfach hier oben drauf. Es sind auf jeden Fall sehr natürliche Lashes. Also die klebt jetzt noch nicht so perfekt. Ich werde es gleich richten. Aber ich kann jetzt schon erkennen, dass sie sehr, sehr natürlich sind und die sehen gar nicht so schlecht aus. Mit getuschten Wimpern wäre das Ganze natürlich noch so ein bisschen schöner. Ich hoffe, ihr könnt mir diesen Step, da ich den ausgelassen habe, verzeihen. Umso schöner finde ich diese Lashes hier. Also ich kann mal nach oben schauen. Die sind auch echt so schön ausgefedert, sage ich jetzt mal. Tatsächlich ist das bis jetzt das einzige Produkt, wo ich sagen würde, das würde ich weiter benutzen. Alles andere würde ich nicht benutzen, aber das hier, die Wimpern schauen echt schön aus. Falls euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe momentan, yeah, wer hätte es gedacht, Herpes. Ich glaube, es liegt daran, dass ich halt jetzt krank bin und mein Immunsystem sowieso komplett im Eimer ist. Denn ich hatte schon ein bisschen länger kein Herpes mehr. Ich glaube schon seit 2 oder 3 Monaten, was für mich ultra lang ist. Ist vielleicht nicht die beste Idee, jetzt ein Make-up-Produkt von Temu auf die Lippen zu schmieren. Aber das sieht tatsächlich recht interessant aus. Und zwar ist es Lipgloss und Liquid Lipstick in einem. Die Farbe finde ich auch recht spannend und ich werde die mir jetzt einfach aufgeben. Ich hoffe, das stinkt nicht so arg. Das riecht nach Schoki. Ich werde das nicht probieren, aber auftragen. Oh, okay. Das ist auf jeden Fall extrem trocken, der Liquid Lipstick. Ganz fürchterlich trocken. Ganz fürchterlich. Die Farbe ist auch echt super fleckig. Seht ihr das? Der bröckelt. Die Farbe an sich eigentlich recht schön, aber es ist halt Schrott. Es ist Schrott. Es tut mir leid. Was soll ich euch sagen? Also, ich möchte nicht so böse sein, aber ich möchte euch auch nicht anlügen. Und es fühlt sich wirklich kacke an. Ich probiere jetzt noch den Lipgloss. Der riecht witzigerweise nach Vanille. Und den trage ich auf. Der fühlt sich, das merke ich jetzt schon, nicht an wie ein Lipgloss. Das fühlt sich eher an wie ein Lippenöl. Also ist extrem flüssig, fast schon wie Wasser. Und rettet jetzt meiner Meinung nach auch nicht richtig die Lippen. Also es sieht halt wirklich nicht schön aus irgendwie. Es ist kein gutes Produkt.
Jetzt geht es weiter mit einem Setting Spray und das kam einfach, allgemein alle Produkte kamen richtig demoliert an. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das war richtig zerstört. Und das ist ein Cherry Setting Spray. Das werde ich mir jetzt einfach aufgeben. Mal schauen, ob es auch nach Kirsche riecht. Ich schwöre es euch. Leute, es riecht nach Furz. Das riecht nach Furz. Okay, ich gebe es mir jetzt trotzdem auf. Boah, was wollt ihr, dass ich sage? Ich habe Angst, dass ich Hate bekomme, weil ich so ehrlich bin. Es riecht ganz fürchterlich. Ich habe Furz im Mund. Ihr bekommt jetzt ein Fazit. Und ich bin ehrlich, wirklich. Ich habe Make-up von Shein getestet. Ich habe Make-up von Action getestet. Ich habe Make-up, glaube ich, schon vom 1-Euro-Shop getestet. Alle Videos findet ihr unten in der Infobox. Aber da war ich auch immer ehrlich. Und da gab es Produkte, die richtig gut waren. Aber ich besiegel das hier. Make-up von Temu ist einfach scheiße. Punkt. Ich grüße an dieser Stelle Anna-Lena Fantour. Viele, viele Grüße an dich. Danke, dass du meine Videos so fleißig schaust. Das bedeutet mir so viel. Dann würde ich einmal gerne Gina Sidoni Luna. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dich würde ich auch sehr gerne grüßen. Und dann noch Chihiro unterstrich Mononoke 2955. Auch an dich viele liebe Grüße, falls du in meinem nächsten YouTube-Video auch gegrüßt werden möchtest und eingeblendet werden möchtest. Vergiss nicht, meinen Kanal hier unten kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst du nie wieder ein Video, wenn ich eins hochladen sollte. Eigentlich jeden Sonntag. Hey, momentan bin ich echt regelmäßig mit YouTube-Videos, oder? Falls ihr extreme Temu-Fans seid und mich jetzt hatet, dann dürft ihr dem Video auch einen Daumen nach unten geben, wie ihr möchtet. An dieser Stelle würde ich sagen, fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig. Und bis dann, tschüss! Ich schmink mich jetzt ganz still wieder ab. Yay!